Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut und ihr habt Lust auf eine neue Rezeptidee. Heute gibt es Zucchini-Pizza aus der Pfanne. Zucchini sind gesund, kalorienarm und haben viele Vitamine. Und ich zeige euch heute mal eine etwas andere Idee und hoffe es gefällt euch. Ich starte gleich. Ich habe zu den Zucchinis zwei Eier dazugegeben, etwas Mehl. Ich mache das immer nach Gefühl, ich wiege das nicht ab, bis das dann eine schöne Masse ist. Und ich würze es mit Salz, Pfeffer, Vegeta. Und dann gebe ich noch frische Kräuter dazu vom Garten. Ich habe hier Basilikum und Schnittlauch. Und jetzt vermische ich das Ganze. So, jetzt kommt etwas Olivenöl in die Pfanne. So, jetzt wird das Ganze gebacken. Ich habe jetzt die Hitze reduziert, damit das Ganze ein bisschen langsamer geht und schön durch ist. Jetzt kommt wieder das spannendste Teil, und zwar versuche ich das zu wenden. Ja! Und jetzt kommen schon die Toppings eurer Wahl drauf. Und zwar verwende ich, also ich gebe mir ein scharfes Ketchup drauf. Ihr könnt aber auch Tomatenmark oder so verwenden. Jetzt noch ein paar frische Tomatenscheiben. Und Mozzarella, ihr könnt aber auch Schinken verwenden oder Thunfisch, je nach Geschmack. Kommt noch ein bisschen Salz drauf. Und dann gebe ich noch für 2-3 Minuten den Deckel drauf, damit der Käse schmilzt. Dann ist er schon fertig. Schaut mal, wie lecker das aussieht. Den Ofen kann ich abdrehen, das ist fertig. Jetzt gebe ich noch frischen Basilikum drauf und ein bisschen Oregano. Riecht total lecker, ich freue mich schon drauf. Diese Zucchini-Pizza ist total schnell und leicht gemacht und schmeckt wirklich total köstlich. Probiert es gerne mal aus und überzeugt euch selbst. Dankeschön, euch allen fürs Zusehen. Ich hoffe, mein Rezept hat euch gefallen. Bitte macht es mal nach. Vielen Dank für eure Likes, liebe Kommentare und Abos und bis zum nächsten Mal.